Bisschen zu einfach gebaut, aber sie sieht gut aus. Also da kann man jetzt echt nichts sagen oder so. Warum leckt das jetzt hier? Aha. Nee, also meiner Meinung nach war das eine 2 ist eindeutig gerechtfertigt. Und ja, dann hoffe ich mal wieder, dass ich euren Aufwand im Internet ein bisschen schöner machen konnte. Und hoffe auch, dass ihr da unten an dieser Umfrage teilnehmt. Ja? Würde mich riesig freuen, ja, wenn da möglichst viele mitmachen, damit ich einfach weiß, was gefällt euch, ja. Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur, damit ich sehe, boah, Aufrufe und keine Ahnung was, sondern damit ihr sagen könnt, ja, ich hätte mal Bock, etwas mit MC-Erde zu machen. Ja, dann macht ihr mal ein Tutorial darüber. Ja, genau, dann stimmt doch dafür ab und ja, alles weitere im Infovideo und das wiederum ist alles in der Videobeschreibung von diesem Video. Jetzt schaue ich nochmal kurz. Alter, was schreibe ich denn da gerade? Game Mode 1, so. Oh, hier geht's noch weiter. Wo denn das? Boah, ich rede ja schon voll von Ende und allem drum und dran. Okay. Also es wird die Note der Map nicht mehr verändern, aber. Garten der blutigen Rosen. Lol, warte mal. Aber schon am Arsch ist die Map zu Ende. Okay, Entschuldigung, dass ich gerade schon voll auf Ende gemacht habe. Das kann auf jeden Fall nochmal die. Hey, aber wie soll man denn da. Egal. Boah, das sieht sich nochmal richtig gut aufgemacht in der Jump'n'Run aus. Let's jump. Pff, okay. Gerne. Schweben die Rosen? Ich glaube schon. Egal. Rondos und Felicitas Rosenbeet. Oh, ein bisschen traurig ist das schon nicht. Der Sternenhimmel. Auch in Faithful eine Grauentat. Okay. Gut, das hätte ich jetzt wirklich nicht mehr erwartet. Dass das hier noch weitergeht. Sorry an den Map-Ersteller, ja, ich weiß nicht, wo es jetzt hätte weitergehen sollen, ehrlich gesagt. Wo war denn der Schlüssel zu dem hier allen? Das verstehe ich nicht ganz. Okay, boah. Sieht cool aus. Ja? Oh, das war sogar ein weiterer Sprung, als ich gedacht hätte. Ding, 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 ding. 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 Ding, 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 ding. Ja, okay. Keine Scheiße machen. Boah. Alter, da vorne ist der Checkpoint. Oh, bitte lass mich jetzt nicht runterfallen. Habt ihr das gesehen, wie ich die Maus verrissen habe? Alter, okay. Wieso ist es eigentlich Nacht? Ich habe doch gerade. Ah, nee, ich habe gar nicht gepennt, genau. Oh. Alles klar. Es sind andere Ideen hier drin. Das ist kein Mainstream Jump'n'Run, muss ich sagen. Boah. Okay, aber kein Schwert rum. Ja, also ich verstehe nicht, wieso die nicht von Haus aus Vögel einfach implementieren. Ich muss sagen, da machen sie jetzt die Fledermäuse gar nicht mal so schlecht, aber im Prinzip regen sie mich meistens auf. Boah, mit Shadern stelle ich mir das übel geil vor, aber das geht natürlich gar nicht auf meinem PC. Aber mit Shadern ohne Witz?
Würde geil ausschauen hier. Hier schöne Wasserding, Wassereffekte und alles. Genau, so. Was haben wir denn hier noch? Garten von Ifern. Gebieterin der Rosen. Naja. Okay. So, geht es hier noch weiter? Darum irgendwie. Nö, sicher. Aber es war schon so ein Checkpoint. Ich weiß einfach nicht, ob es noch weitergeht oder ob ich jetzt wirklich Schluss machen soll oder ähnliches. Aber ich sehe jetzt nichts mehr. Also ich muss sagen, jetzt sieht es dann wirklich nach Ende. Aber das ist da auch kein Ende. Das okay. Was für. Was? Was habe ich falsch geschrieben? Okay. Ja, wenn man wissen würde, wo man hin muss. Was? Wie soll ich denn da reinkommen? Ich. Wahrscheinlich ist hier unten doch irgendwo eine Tür offen, oder? Okay, ich weiß nicht, wo man hier hin muss. Ich weiß nur, dass man dahinter muss. Okay, das ist ein bisschen scheiße jetzt, weil man nicht mehr sieht, dass man überhaupt noch weiter kann. Nee. Nee, das war doch jetzt noch nicht gerade noch nicht offen. Okay, okay, wieder mal sorry. Irgendwie habe ich gerade so einen leichten Brain AFK-Time. Yay, warum wieder kein Infinity-Bogen? Warte mal, zur Sicherheit. Wenn es wieder etwas länger dauert. Nicht. Will ich irgendwas abschießen? Nee. Anscheinend doch. Warte mal, kommt er wieder hoch? Ja, da kommt er wieder hoch. Alter, kannst du nicht wenigstens einen Hinweis geben, wo man hinschießen muss? Ich find's richtig cool, weißt du? Junge, wir wissen als Nicht-Map-Ersteller nicht, wo wir hinschießen müssen, wir die Map spielen. Ja? Das können wir noch ein bisschen besser machen. Okay, ich habe jetzt einen fallen Bogen und muss anscheinend wieder zwei Dinge treffen, damit ich hier durch kann. Aber. Ah, okay, hier. Ah, wahrscheinlich war das gerade auch so, okay. Ha. Hier endet die Geschichte. Hat es dir gefallen? So teilt es mir mit. Am besten im Forum. Pollys Nachricht. Polly will ein Keks. Wow. Wie auch immer Polly ist es. Oder geht es bald weiter? Ja, das kann ich euch jetzt schon beantworten. Es wird bald weitergehen, weil es nämlich schon den zweiten Teil davon gibt. Aber den spiele ich jetzt nicht mehr. Jetzt geben wir uns gerade mal ein bisschen TNT, können wir ein bisschen hochjagen und dann ist wirklich Schluss. Ja, also ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das schon in der vorherigen Folge war, der mein großer Fail hier, oder ob es dann in der Folge ist, weil ich nicht weiß, wer ich die Folgen mache. Aber in jedem Fall werde ich hier den zweiten Teil spielen, weil ich gebe jetzt der Map insgesamt noch eine 2 plus. Also im Vergleich zu bevor ich gerade bewertet hatte, diese Teil, der, also der war echt schön gemacht, ja. Nicht so ein schweres Let's Jump oder Jump Map oder keine Ahnung. Sondern einfach mal ein bisschen auf Spaß und ja. Genau. Und hat mir auf alle Fälle Spaß gemacht, die Map hat gepasst. War halt nicht ganz so toll, dass man nicht über genau wusste, wo man hin muss. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch einfach übersehen oder keine Ahnung, was ich gemacht habe. Und ja, ich sag auf jeden Fall ciao, bis zum nächsten Mal. Aber gut, sieht das TNT noch sprengen. Wird ja wohl erlaubt sein.
So, jetzt hier noch einmal so drumherum fliegen. Schau ich das nochmal an. Also, ich denke mal, wenn man zum Beispiel noch mit MC-Edit oder so arbeiten würde, könnte man hier aus einer übel geile Mob-Map bauen, weil das hier sieht schon richtig geil random aus und hast auf alle Fälle gut gemacht, ja. Und genau. Hat gepasst, die Map. Deswegen spreng ich sie jetzt auch nach oben. Weil es ja ganz logisch ist. Weil man Maps immer zerstört, die man gut fand. Peng und let's go. Peng, 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 peng. Die Map war ja auch angemessen groß, auf jeden Fall. Okay. Damit wäre hier dieses Zeug auch zugestutzt auf die richtige Größe. Hier hinten dieser kleine Nether-Bereich, was auch immer der noch sollte, ist entfernt worden. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.